Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über einen deutschen Film, nämlich über Das perfekte Geheimnis aus dem Jahre 2019 und geht ganze 115 Minuten. Ich habe mir diesen Film wirklich 115 Minuten angeschaut, Alter. Meine Fresse. Der endete nicht. Der wollte nicht enden. Nein. Ich zeige euch erstmal das Cover zu der DVD. Jeder hat das wahrscheinlich schon mal gesehen. Lief 2019 ja im Kino und hatte sagen und schreibe 5 Millionen Zuschauer. 5 Millionen! Darunter wahrscheinlich nur Frauen. Ich weiß nicht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich bin so froh, dass ich diesen Film nicht im Kino geguckt habe oder gucken musste mit irgendeiner Freundin oder sowas. Also, ich hätte es nicht durchgehalten. Ich wär weggepennt. Ich weiß nicht. Deutsche Filme haben es sowieso schwer. Es gibt ein paar gute Filme aus Deutschland, aber insgesamt haben die schwer. Und ich schaue mir auch kaum noch deutsche Filme an. Es gibt natürlich so Filme wie Die Kinder vom Bahnhof Zoo, die mag ich besonders gerne. Ich mag auch gerne diese Filme von Bully Herbeck, weil die ein bisschen zu überdreht sind, aber gut gemacht und die Witze, die trauen sich was, wisst ihr? Die trauen sich einfach witzig zu sein, du bist übertrieben, die machen einfach Spaß. Und wir hatten auch Das Boot, wir hatten so gute, geile Filme, aber wenn ich dann schon wieder so höre, wie er spielt Til Schweiger mit oder Matthias Schweighöfer oder Elia Mbarek oder wie sie alle heißen, dann gehen meine Augen erst erstes Mal so, ich meine, ich habe kein Ohr, wie heißt das, kein Ohrküken oder kein Ohrhase, habe ich mir angeschaut, ja, zwangsweise, ich wurde dazu genötigt. Und ich saß wirklich dann den ganzen Film da so, oh Gott, Gott, nein, das soll witzig sein. Die Weiber natürlich alle, und du als Mann bist da, Gott, nein. Also wenn Til Schweiger da als Bär auftretet, als verkleideter Bär bei einem Kindergeburtstag und er möchte das nicht und dann lachen sich alle kaputt und dann denke ich mir so, oh, Alter, das ist nicht witzig, das ist Fremdschäm. Stell dir vor, diesen Film sieht jemand irgendwo in Amerika. Ach, Alter, nein. Aber ich schweife ein bisschen ab. Wir wollen über diesen Film reden. Dieser Film, man hätte aus diesem Film so viel machen können. Also ich hatte sogar ein bisschen leichte Vorfreude auf diesen Film, weil die Idee ist ja gar nicht schlecht. Es treffen sich ein paar Leute, ein paar Pärchen, gute Freunde zusammen und die legen das Handy dann in der Mitte und wenn es schellt, wird das auf laut gestellt, wenn einer anruft oder wenn man eine Nachricht kriegt, dann muss das eben gezeigt werden und so. Und dann kommen so einige Geheimnisse auf den Tisch und man hätte so viel raus machen können. So viel. Also ich habe mir so viel erwartet von diesem Film und im Grunde habe ich eigentlich nur eine große Laberei an einem Tisch miterlebt. Also das, was ich erwartet habe in diesem Film, wurde erfüllt, aber auch nicht mehr. Also es ist wirklich im Grunde das, was man erwartet von diesem Film, bekommt man, aber auch nicht mehr. Wisst ihr, wie ich das meine? Du kriegst keine Überraschung, keinen großen Twist. Es war doch schon irgendwie, ich werde hier spoilern über den Film, auf jeden Fall, ich werde hier spoilern. Es war doch klar, dass irgendein Mann und eine Frau irgendwie miteinander Sex haben, die da rum sind. Es ist doch klar, dass da einer von schwul ist. Das ist das Übliche, das ist wirklich das Üblichste. Na, dass einer fremd geht, dass einer mit seiner Ehe nicht zufrieden ist oder mit dem Sexleben nicht zufrieden ist. Das war so von vornherein klar, wo ich mir dachte, ja, das passiert so oder so in diesem Film, aber ich wollte mehr. Die saßen dann wirklich nur in dieser einen Wohnung und haben dort sich eigentlich von Anfang an eigentlich nur runtergemacht. Also das sind Freunde, aber die haben, bevor die auch dieses Spiel angefangen haben, haben die trotzdem sich fertig gemacht, haben sich beleidigt. Und das ging den ganzen Film so. Es tut mir leid, also. Und es war wirklich ein Gelaber. Es ist klar, wenn man so einen Film macht, muss man die Darsteller, die Charaktere einführen, damit du mit denen mitfühlen kannst. Das ist mir klar, wenn das zum Beispiel eine halbe Stunde dauert,
ist das als Einleitung für solch einen Film für mich okay, damit ich nachher weiß, ah, das ist er macht das, er macht das, er ist Lehrer, er hat da seine Probleme. Wisst ihr, das muss man machen in diesem Film. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber dann, Jungs, wenn die Charaktere eingeführt sind und das Spiel geht los, da möchte ich Resultate sehen und nicht, da geht jetzt nicht so jede 5 Minuten das Handy, nur alle 20 Minuten geht mal ein Telefonat oder mal eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS. Keine Ahnung. Das war sowas von, boah, ich denke, komm, dann geht der Telefon dann mal wieder. Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Vielleicht gibt es so viele Leute, die diesen Film gut finden und die das reicht, was sie da gesehen haben. Aber ist ja dann auch in Ordnung. Aber nein, für mich ist es nicht. Also, ich hätte diesen Film gerne ausgestellt, zwischendurch einfach ausgestellt und es war mir einfach zu langweilig. Es passiert im Grunde zu wenig für solch einen Film. Wenn man sowas hat als Spiel, da muss doch was kommen. Es passiert auch nicht, ich habe auch gedacht, irgendwie kommen da vielleicht nochmal andere Leute dazu oder keine Ahnung, irgendwas, aber nachher, wo das Spiel zu Ende war, war ganz klar, die zanken sich alle, sind alle verstritten, weil der eine ist ja jetzt schwul und der eine hat ja bekommt auf einmal ein Baby von jemand anders und nicht von ihr und hat dann noch was mit der anderen und ja, Beziehungskram, ja. Und das passiert alles nur in dieser eine Wohnung. Alles nur in einer Wohnung. Und ich habe mir auch so, wo das Spiel nachher zu Ende war, da ging es endlich mal auf eine Straße und dann hat man gedacht, oh, die eine hat sich umgebracht. Nein, die war ein Gebüsch kacken. Ey, ach ja, Jungs, oh, ist das langweilig. Hätte mal einer so, oder wo die eine im Badezimmer war, da habe ich auch gedacht, da hat die sich jetzt umgebracht. Nein, die hat sich geschminkt. Ich habe gedacht, boah, wenn die sich jetzt umbringt, das wäre zum Beispiel ein Twist gewesen, wenn einer so verzweifelt an diesem Abend ist und hätte Selbstmord gemacht. Das wäre doch mal was, oder? Ein bisschen so, ein bisschen übertrieben. Man hätte sich mehr trauen müssen, fand ich. Es ist jetzt alles nur meine eigene Meinung. Also es tut mir leid, aber und wie endet dieser Film? Ja, wie jeder deutscher Film, mit einem Happy End. Also, die Probleme waren nachher alle gegessen, alle haben sich lieb, dann wurde ihnen eingeholfen nochmal und ach, alles ist, oh, was schön, ach, die Sonne scheint und alle schön am Pfeifen und alles ist wunderbar und alle umarmen sich und oh, ich dachte mir, boah, ist das doch eine Kacke. Also, warum schaffen die Deutschen das ja nicht einfach ein. Es ist ja eine Dramakomödie oder Liebes. Ich weiß es nicht, was es da schon wieder darstellen soll. Warum schaffen die Deutschen das ja nicht einmal eine spannende Geschichte zu erzählen? Also, es war wirklich. Ist, wie gesagt, halbe Stunde Charaktere einführen, das geht dann so. Aber dann mit dem Handy, die ersten 2 Anrufe, hat man noch gedacht, so, na, jetzt geht's los. Ach nein, auch alles langweilig. Es blieb so, auf ein Level. Es blieb kein Highlight dazwischen und man wusste eigentlich von Anfang an, wie der Film anfängt, was mittendrin passiert und wie der Film endet. Es war wirklich kein Highlight dabei. Es tut mir wirklich leid. Und wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, ich habe noch von jemandem gehört, er wird diesem Film 4 Punkte geben. Von der Skala 1 bis 10. Ja. Ich glaube, ich würde sogar unterschreiben. 4 Punkte. Also, es ist so ein Film, den muss ich nie wieder gucken. 115 Minuten war mir einfach zu lang. Einfach, das ist so wie, wenn du dir einen langweiligen Podcast anhörst. Also, es tut mir wirklich leid. Also, mehr war das nicht. Ich hätte den Film nicht mal gucken müssen. Ich hätte es mir auch mit einem Kopfhörer irgendwo anhören können, wenn ich da irgendwo liege oder zum Schlafen gehen abends oder ich weiß es nicht. Ich hätte nicht mal die Schauspieler gebraucht. Weil die waren in eine Tour an Reden. An eine Tour waren die an Labern. Ging in eins durch. Wirklich. Nein, also, ja, also für mich war es einfach nichts. Ich sag, wer den Film mag, dann. Wie nennt man das? Beileid? Nein, es war einfach nicht mein Film. Ja. Ich werde mir so schnell keinen deutschen Film mehr anschauen. Nein. Nein. Nein, das war's erstmal. Es tut mir leid, es war nicht mein Film. Nein.
Genau. Das war meine Kritik zu Das perfekte Geheimnis. War keine positive Kritik, aber wenn mich ein Film so enttäuscht, wo ich doch ein bisschen mehr erwartet habe, dann zu Recht auch eine schlechte Bewertung. Ja, so würde ich das sagen. Falls ihr Lust habt, meinen Kanal zu abonnieren, dann tut es einfach. Ansonsten sehen wir uns bald wieder und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.